Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Es gehen Gerüchte um, dass schon wieder ein Event-Level dazugekommen sein soll. Der Tod oben hat auch gerade so ein Rufzeichen gehabt und ich wollte mir eigentlich die neuesten Mitteilungen ansehen, nur ich musste meine Konsole wegen Aufnahmestörungen neu starten. Tja, und deshalb sind jetzt die neuesten Mitteilungen leider nicht mehr da. Aber angeblich ist, wie gesagt, ein Event-Level dazugekommen. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Angeblich irgendwas mit einem Fahrzeug, habe ich gesehen. Tatsache, Mercedes-Benz Jump'n'Drive. Ja, genau das war's. Ich habe doch gedacht, mit irgendeinem Fahrzeug war das. Aber entschuldige mal, wir sind hier in Mario Maker und nicht in Mario Kart 8. Bei Mario Kart 8 kann ich es ja verstehen, dass man ein Mercedes-Benz DLC dazugefügt hat. Habe ich auch ein kurzes Video gemacht. War zwar damals noch nicht in HD, aber war trotzdem ganz witzig, dass man ein Mercedes-Benz in Mario Kart 8 als Fahrzeug eingebaut hat. Aber hier in Mario Maker als Fragezeichenpilz, ich weiß nicht. Na gut, lesen wir es mal durch. Dieser Level wurde von einem Team von Mario-Fans bei Mercedes-Benz gebaut. Inspiriert vom Auftritt des GRL in Mario Kart 8, wie sogar erwähnt, schicken sie Mario mit dem GRL auf eine Spritze von der Stadt in die Berge. Natürlich gibt es auch ein paar Geheimnisse. Findet ihr das versteckte Parkhaus und den unterirdischen Club? Das klingt aber sehr spannend. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Jump'n'Drive. Oh Gott, wie witzig. Okay, ein Autoscroll-Level. Na tolle Wurst, okay. Das hier, eigentlich ganz witzig, ein Parkhaus, da steht da oben Mercedes. Mercedes, ich weiß nicht, ich war eigentlich immer der Mazda-Typ. Jeder in meiner Familie fährt einen Mazda. Wisst ihr, was das für eine Automarke ist? Das weiß bestimmt jeder. Ja, wirklich, okay. Und das hier soll das unterirdische Parkhaus sein? Okay, irgendwie fallen mir jetzt keine wirklichen Parallelen auf. Das ist trotzdem eine super lustige Idee. GAL. Okay, und da ist der neue Fragezeichenpilz. 8-Bit Mario fetzt im GAL durch die Gegend. Wie gesagt, mit Automarken kenne ich mich leider nicht so gut aus. Entschuldige, falls ich es vielleicht falsch ausspreche oder so. Aber wie gesagt, ich bin voll der Mazda-Typ. Ich bin nicht so der Mercedes-Typ. Ich bin der Mazda-Typ. Meine Familie. Jeder fährt Mazda. War schon immer so. Tja, und deshalb kenne ich mich mit Mercedes nicht so gut aus. Schade eigentlich, dass man... Na gut, aber Mercedes ist, glaube ich, auch eine größere Firma. Und was soll das hier darstellen? So eine Art... Das hier, genau, das sollen Berge darstellen. Wie soll man denn da unten zu der Tür reinkommen? Halt, da oben wollte ich rauf. Okay. Ich weiß, in dem Level gibt's, wie es so schön erwähnt wurde, viel zu entdecken. Nur ich bin jetzt blöderweise da oben nicht hingekommen. Jetzt aber voll lustig, dass man jetzt hier als Mercedes herumfahrt. Aber auf die darf man, glaube ich, trotzdem nicht drauf. Okay. Da unten muss das Ziel sein. Echt blöd, dass ich das jetzt nicht gefunden habe. Okay, das hier, was soll das sein? Eine Auto! Jetzt fällt mir auf die Streifen da! Eine Autobahn! Oh Gott, das ist ja eine super Idee! Wer hatte diese Idee, wenn ich fragen darf? Die ist ja Weltklasse! Und auch der neue... Wie soll ich denn da um alles in der Welt hinkommen? Okay. Wisst ihr was, aber da hinten, ihr merkt, da hinten ist etwas. Ja, und wie soll man da hinkommen? Moment. Sekunde mal. Da muss doch irgendwo was sein. Ah, blöd, ich wollte oben drüber. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie hat er denn das gemacht? Habt ihr diesen Effekt gerade gesehen? Wie ging das, wenn ich fragen darf? Okay, aber die Idee ist jedenfalls Weltklasse. Mercedes-Benz GAL. Ernsthaft, den haben sie eingebaut? Okay, jetzt fehlen nur noch zwei Fragezeichenpilze. Und ich glaube, diese beiden... Die kann ich eigentlich schon kriegen. Nur ich habe sie bisher irgendwie noch keine Lust gehabt, die zu spielen. Komm auch noch. Aber ich möchte mich in dem Level nochmal umsehen. Da oben auch das Mercedes-Zeichen in Blockform. Ich möchte mich in dem Level nochmal kurz umsehen. Das klingt nämlich wirklich interessant. Und das hieß ja, da ist irgendwo etwas versteckt. Nur wo ist die Frage? Oha. Okay, ich möchte mich in dem Level... Ach ja, ich habe ja ganz vergessen, den Pro-Controller aufzuladen. Der leuchtet jetzt immer noch vom letzten Mal rot. Na tolle Wurst. Okay. Die Level-Idee ist aber spitze. Oh Gott, wer hat so einen genialen Level? Wer hatte nur die Idee für diesen genialen Level? Kann mir das mal wirklich einer sagen? Wäre wirklich nett. Das ist nämlich echt eine Spitzenidee. Okay. So, ich möchte aber noch dieses geheime Versteck finden, wie es so schön geheißen hat. Okay. Diese ganzen Linien, sehr verdächtig.
Moment. Genau so komme ich da rein. Moment. Halt, halt, ganz vergessen, genau. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da gar keine Mauer ist. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde trotzdem, man sollte Starcoins in das Spiel zum Programmieren einbauen. Okay, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen die Wörter vermischt. Man sollte Starcoins einbauen können, finde ich. Das sollte man noch als DLC dazufügen, denn ihr merkt, man kann so viel machen. Aber nein, man musste die Starcoins unbedingt rausnehmen. Okay, ich mag trotzdem das Spiel. Vor allem der Level hier, der ist ja extremst genial. Aber da oben ist doch dieses Mercedes-Zeichen da ganz oben über dem Haus. Wie soll ich da hinkommen? Wenn ich fragen darf. Darf ich? Okay, Moment. Mir kommt es irgendwie so vor, da wäre irgendwo ein geheimer Block oder vielleicht sowas. Oder vielleicht da oben. Nein. Parkhaus. So. Jetzt schnellstens rein. Ich möchte mich da umsehen. Denke ich mir, ich bin da gleich unten beim Stern. So, okay. Ach da, das habe ich ja eh schon oben gesehen. Oh nein. Ach, komm schon, ich habe in dem Part noch weitere Level vor. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier in dem einen Level vertrödeln. Nicht böse gemeint, der Level hier ist super. Auch mit dem Secret und so. Aber ich möchte halt auch mehr zeigen. Aber was könnte ich denn mit dem Amiibo-Pilz für eine Sache machen? Also mit dem neuen Fragezeichen-Pilz, den ich da bekommen habe. Was könnte ich denn da machen, wenn ich fragen darf? Vielleicht so eine Art Mario Kart gibt es ja, glaube ich, auch als Amiibo-Pilz, soweit ich weiß. Also Mario Kart, ihr wisst schon, Mario in einem Ring gehabt. Das gibt's auch, habe ich ja schon gesehen. Habe ich das schon im Let's Play gezeigt? Ich glaube schon, den Level habe ich schon gezeigt, oder? Ich glaube schon. Ach, einfach nur köstlich, der Level. Super, hat man wirklich gut gemacht. Wie Mario auf der 8-Bit-Mario da rausschaut, da drinnen. Einfach nur lustig. Okay. So, jetzt will ich das aber schaffen. Banzai! Was gibt's denn hier oben Schönes? Banzai! Okay, ich glaube da... Ach ja, Stern, 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 ich trottel. Moment, jetzt bin ich da oben beim... Genau, das Mercedes-Zeichen. Okay, da sind irgendwelche Sachen drin, wie mir scheint. So, ich sollte mich da etwas rüberspulen. Sonst erledigen mich die Manchas. Okay, genau, das ist der Abschnitt oben. Jetzt weiß ich auch endlich, wie ich darauf komme. Ist trotzdem eine super Idee. Wer hat denn echt diese Idee gehabt, wenn ich fragen darf? Die ist ja Weltklasse. Okay. Oho! Hohohoho! Was haben wir denn hier Schönes? Das scheint das geheime Parkhaus zu sein. Okay. Ja. Weitere Amiibo-Pilze. Die Idee ist ja wirklich Weltklasse. So. Okay, ich muss da nach oben zum Stern. Okay, der Wiggler. Die Wiggler ist auch mal eine nette Idee, die Wiggler zu benutzen, um da um über Stacheln zu kommen. Wow! Halleluja! Aufpassen! Ich bin so weit gekommen, ich möchte jetzt nicht erledigt werden. Okay, was soll das hier darstellen? Da fallen mir jetzt keine wirklichen Parallelen zu was Echtem auf. So. Da geht's lang. Zur Tür. Die Idee ist echt super. Was hat man sich denn da Legendäres einfallen lassen? Komm schon. Okay, eine Disco? Okay, die werfen einfach nur mit Münzen. Okay. Warum werde ich jetzt ausgelacht dafür, dass ich das geheime Versteck da gefunden habe? Okay, da oben waren wir ja gerade. Tolles Versteck. Ihr seht, solche Secrets. Da hätte man doch prima eine Starcoin hinsetzen können. Das soll wahrscheinlich eine Autobahnbrücke sein. Und von unten kommen Vögel. Also die Chip-Chips. Soll bestimmt sowas darstellen. Ah, einfach nur Lust. Na toll. Okay. Also. Ohohoho. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Nur Münzen? Ernsthaft? Mehr ist denn nicht? Nein? Okay, das wundert mich jetzt etwas. Da oben hätte man noch was Cooles drauf machen können. Okay, so. Jetzt gehen wir mal auf der Autobahn. Viel Stoff. Auf der Autobahn kann man immer sehr gut Musik hören, finde ich. Finde ich auch. Okay, wisst ihr was? Ach, da ist eh gleich das Ziel. Da hinten ist doch noch was.
Okay, wie soll ich denn da echt da hinten hinkommen? Da sind doch gar keine Dings. Oder ist das wirklich nur, dass man reingehen soll? Na, ich glaube, runterladen und nachschauen kann man bei diesen Event-Leveln nicht machen. Naja, war trotzdem eine super Idee. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Aber, oh Gott, in Mario Kart 8 hätte ja gepasst, aber hier, ich weiß nicht. Ist trotzdem eine tolle Idee. So, na dann machen wir mal weiter mit euren Leveln. Vielleicht sehe ich ja den Mercedes-Benz noch ein paar Mal in dem LP. In euren Leveln. So, mal sehen, ob ich den überhaupt noch finde. Den Junes. Junes El Kamel. Der hat angeblich einen neuen Level gemacht. Wollte ich ja schon im letzten Part machen, nur ich musste ja die Level vom 7 mehr vorziehen. Da mein ja, den Junes. Also, The Legend of Zelda Ocarina of Time Music. Oh, Ocarina of Time, das ist wieder so ein Musiklevel mit sehr hoher Abschlussrate. Ocarina of Time, mit dem Stift, hallo? Wieso kann ich jetzt nicht auf ID klicken? Ich möchte doch euch auch den, hallo? Sag bloß, das Spiel ist jetzt abgestürzt. Okay, hallo? Hallo? Oh Gott. Was ist jetzt mit meiner Internetverbindung los? Okay. Triforce. Zelda Ocarina of Time soll eines der berühmtesten Zelda-Spiele sein. Und es besteht so eine Möglichkeit, dass ich es vielleicht zu Weihnachten kriege. Okay, ich bin jetzt mal ruhig. Ist ja ein Musiklevel. I think this is Zarya's song, right? It seems broken, could use some polish. Okay, ich habe mir eh gleich gedacht, die Musik hier, die Gegner springen ja gar nicht drauf, aber ich find's gut, dass er Link eingebaut hat. Soll ich die Blöcke hier eigentlich anstoßen, oder was? Nein! Nein! Alter Schwede, das war jetzt aber ein Bug, das war unfair. Alter Schwede, jetzt wissen wir, wie die Abschlussrate nicht 100 sein kann. Okay, jetzt verstehe ich erst, wie das hier funktioniert hat. Die Knochentrocken springen immer ganz sanft. Okay, und hier mit Triforce war wirklich eine nette Idee. Blöd, dass ich das jetzt nicht gehört habe. Aber andererseits, da ich das ja bei der Tonspur eh rausschneide, hätte ich ja Musik anmachen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Okay, er scheint ein Zelda-Fan zu sein, kommt mir vor. Denn ich habe unten auch gerade noch einen weiteren Zelda-Level gesehen. Zelda ist ja eigentlich auch eine tolle Spielserie. Nur ich habe so wenig Spiele bisher gespielt. Früher hatte ich immer irgendwie die Ahnung, Zelda wäre brutal und eine Art, so, weil ich halt gehört habe, einige Spiele sind FSK 12. Früher habe ich Zelda immer so als Dings gesehen, als brutale Serie. Aber dabei gibt es ja nur ganz wenig Spiele um sich. Jetzt habe ich irgendwie richtig Lust mal wieder auf Zelda-Let's Play gekriegt. Vielleicht startet, wie gesagt, wenn ich zu Weihnachten eins der Spiele kriege, dann startet vielleicht eines von den Spielen. Und wenn nicht, dann Minish Cap. Kann beides sein. Okay, Ganondorfs Rückkehr. Ganondorf, da haben wir ihn. Ganondorf, der Meister des Bösen, hieß es ja immer, ist Links Erzfeind. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Wirklich. Obwohl ich einige Zelda-Spiele kenne. Ich kenne Minish Cap. Ich kenne Spirit Tracks. Ich kenne Phantom Hourglass. Und ich wünsche mir jetzt ja auch Majora's Mask. Obwohl ich in Majora's Mask soll er ja angeblich auch nicht dabei sein. Wozu gibt es einen Hauptbösewicht, wenn er in der Hälfte von allen Zelda-Spielen nicht vorkommt? Ich finde Ganondorf ja eigentlich auch cool, aber warum kommt er in so wenig Spielen vor, frage ich mich manchmal. Nicht nur manchmal, immer. Der Typ, den habe ich bisher echt noch nirgends gesehen. Warum nur? Ich meine, der ist doch cool, seht doch mal hier. Na gut, ich habe ihn in Zelda 1 und 2 bei Amiibo Touch and Play und bei Dings, okay, hier muss ich einfach nur springen. Okay. Okay, soll es hier vielleicht ein Schloss von Ganondorf sein? Gibt es da irgendeine Anlehnung an ein Zelda-Spiel, das ich vielleicht nicht kenne?
bin für alles offen, denn wie gesagt, ich kenne noch nicht viel Zelda-Spiele. Ich möchte aber mehrere Let's Playen. Und in Triforce Heroes, in Zelda Triforce Heroes, was ja bald rauskommt, was bald rauskommt, das ist ja schon heraus, da kommt Ganondorf auch nicht vor. Was hat man nur gegen ihn? Ganondorf ist so ein toller Bösewicht. Und man hat ihn so wenig eingesetzt. Naja, angeblich arbeitet er ja auch mit Bowser im Smash Bros. Zusammen. Oh ja, auch mal eine lustige Idee. Also in dem einen Smash Bros. Mit dem Story-Modus. Wäre auf jeden Fall eine tolle Idee. Okay, so. Okay, wie soll ich denn da rüberkommen? Ist das etwa eine Sackgasse? Kommt mir so vor. Naja. Okidoki. Der Ganondorf. Eigentlich ist er ja wirklich ein toller Bösewicht. Was soll das eigentlich darstellen? Ich glaube, es war ja ursprünglich so. Bowser sollte, Ganondorf ist eigentlich eher bedrohlich. So ähnlich wie Bowser. Bowser sollte ursprünglich ein Büffel werden. Nur der Zeichner, dem Grafikmacher, dem Shigeru Miyamoto gesagt hat, da macht Bowser den Büffel, der hat die Zeichnung missverstanden und gedacht, das wäre eine Schildkröte. Tja, und deshalb hat er dann eine Schildkröte gezeichnet. Und die kam einfach so gut an, dass sie es einfach drinnen gelassen haben. Und die Zeichnung für die Büffelzeichnung hat man dann, glaube ich, für Ganondorf wiederverwendet. Ich glaube, so war es. Ja, wirklich, meine Ganondorf, er sieht ja irgendwie aus wie ein Büffel. Kann das sein? Also ich persönlich glaube, die Zeichnung hat man für Ganondorf dann verwendet. Ist ja eigentlich auch nicht toll. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Konzentration, Konzentration. Aber wie gesagt, warum kommt der in so wenig Spielen vor? Ich frage mich das wirklich. Ich meine, Ganondorf, der ist wirklich ein toller Bösewicht. Und genauso wie Bowser angeblich arbeiten die beiden ja auch im Smash Bros. Zusammen. Zelda und Mario sind ja auch die Haupteinnahmen von Nintendo. Also die beiden beliebtesten Spielserien von Nintendo. Da frage ich mich manchmal, na gut, das hat jetzt irgendwie nicht ganz dazu gepasst, aber frage mich wirklich, warum hat man den Ganondorf so selten eingebaut? Na gut, die 8-Bit-Grafik hier lässt jetzt natürlich zu wünschen übrig. Hat man natürlich nicht die Grafik, wie bei Bowser hat man mal wieder nicht die Grafik aus dem Zelda 8-Bit-Spiel genommen. Oha! Alter! Nein! Nein! Oh Gott, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh Gott. Aber wie gesagt, ich möchte ihn jetzt endlich mal sehen, den Ganondorf. Ja, wie gesagt. Und dafür wünsche ich mir Ocarina of Time zu Weihnachten. Die Originalkassette nebenbei erwähnt. Ich bin einer, der muss immer alles am Original zocken. Ich weiß, es gibt es auch für Wii zum Unterladen und 3DS. Aber nein, ich möchte es nicht. Ich möchte die Originalvariante. Ich möchte keine hochmoderne 3DS-Variante. Ich bin ein Retro-Zocker. Dafür schäme ich mich auch gar nicht. Ich bin einer, der muss einfach alles am Original zocken. Und tja, warum nicht? So. Okay, was ist Ganondorf? Wie gesagt, ich glaube, er ist so eine Art Meister des Bösen, soweit ich weiß, oder? Kann das sein? Also ich habe immer gehört, dass Ganondorf der Meister des Bösen ist. Und dass alle in Hyrule ihn fürchten. Okay. Banz! Wow, ein Glück. Ich habe jetzt schon gedacht, ich werde wieder erledigt. So, und jetzt Bowser Junior? Ich finde, man sollte wieder so eine Art Smash Bros. Mit Story-Modus machen. So wie halt das Brawl. Okay, mir reicht's. Ich spiele den Level nicht noch einmal. Ist mir zu schwer. Na gut, schwer ist eigentlich nicht, aber bevor ich jetzt hier... Ich werde ihn sicher irgendwann in Freizeit nochmal spielen. War auch wirklich ein toller Level. So Ganondorf gegen Bowser. Oder wie war das? Der Ganondorf hat ihn ja, glaube ich, auch am Ende verraten. Ich habe mir, wie gesagt, mal so eine Art Video angeschaut. Metroid, der hat aber ganz schön viele Amiibos, wie mir scheint. Weil wenn er so viele Level nachmachen kann. Okay, Bowsers Armada. Schauen wir uns alles noch in den nächsten Parts an. Die Level von Jones. Schauen wir uns nochmal diesen Level hier an. Der macht doch tolle Level. Der El Kamel. So heißt er, wie gesagt. Junes El Kamel heißt er auf YouTube. Wie gesagt, vielleicht geht den ja von einigen meiner Kommentare. Also, einen schönen Sprung machen. Wie gesagt, warum hat man Ganondorf nicht so selten eingebaut? Und wie gesagt, ich finde, man sollte mal wieder ein Smash Bros. Mit Story... Alter! Man sollte mal wieder ein Smash Bros. Mit Story-Modus machen. Wo er und Bowser und vielleicht auch King Dedede. Der Dedede hat ja, glaube ich, da nicht wirklich mitgearbeitet bei der bösen Truppe, oder? Aber ich glaube, so Bowser und dieser Star-Wolf, die waren dabei beim Smash Bros. Brawl. Ich habe mir, wie gesagt, mal Smash Bros. Der Film angeschaut. Da sind halt dann die ganzen Zwischensequenzen aus dem Spiel zusammengeschnitten. Ist eigentlich ganz interessant. Und wie gesagt, da habe ich das dann gesehen. Ich glaube, der Bowser, der Star-Wolf und irgendwer noch... Weiß ich jetzt nicht mehr, irgend so ein, ich glaube, das war ein Smash Bros. Exklusiver Charakter. Wie ist der? Ancient irgendwas, soweit ich weiß. Naja,
Die hat, glaube ich, nicht damit gearbeitet, aber viele hätte man auch machen können. Und jetzt im Neuen gibt es ja jetzt noch mehr Bösewichte wie Mewtwo oder den finstern Pit, soweit ich weiß. Kid Icarus ist eigentlich auch eine lustige Serie, nur ich habe sie bisher noch nie gespielt. Aber wie gesagt, den hätte man auch gut einbauen können. Die tippen auf Wolken, die armen Wolken, die müssen ja unter der Last zusammenbrechen. Oha, na tolle Wurst, komm schon, der Level, der ist nicht schwer, den schaffe ich doch wohl. Okay, da okay. Was wollte ich sagen? Naja, wie gesagt, ich finde, man könnte da jetzt wieder so eine Art Smash Bros. Machen. Auch mit Bowser Jr. drinnen, der ist ja jetzt auch im Smash Bros. Dabei. Den könnte man noch so schön einbauen ins neue Smash Bros. Wen könnte es uns denn noch geben? Halt Bowser, Ganondorf, Mewtwo. Mewtwo sehe ich halt immer als böse an. Obwohl, ja, ich weiß, so böse ist sie. Ah, ja, ich weiß. Tut mir leid, dass ich mich mit Pokémon so wenig auskenne. Ich habe bis halt nur Pokémon Gelb gespielt. Und ja, und ich sehe Mewtwo halt als Bösewicht an. Zumindest wird sie gut dazu passen zu der Truppe des Bösen. Vielleicht könnte man es halt so machen, dass Mewtwo diesmal von Bowser und Ganondorf trainiert wurde. Versteht ihr es? Wäre doch eine tolle Idee. Böse Pokémon von Bowser und Ganondorf. Das wäre doch mal eine tolle Idee. Versteht ihr? Ich würde, wie gesagt, mal wieder, ich fand es ja eine Frechheit, denn das eine Brawl, das Smash Bros. Brawl, das wäre, wie gesagt, das einzige Smash Bros., was ich mir kaufen würde, weil es, wie gesagt, einen Story-Modus hat. Und ja, das würde ich mir vielleicht sogar irgendwann kaufen. Vielleicht kommt es irgendwann. Ich möchte zwar noch nichts versprechen, aber kann gut möglich sein, denn das klingt gut. Aber das Smash Bros. U, das mache ich nie. Das könnt ihr euch abschminken. Das mache ich nie. Das ist die reinste Frechheit. Es hat keinen Story-Modus. Und Smash Bros. 1 und Melee, kann ich auch nicht glauben, dass ich die mir irgendwann kaufen werde. Wie gesagt, wenn, dann Brawl, aber mehr nicht. Brawl kann vielleicht kommen. Und wie gesagt, falls irgendwann vielleicht für diese nächste NX-Konsole irgendwann ein Smash Bros. Rauskommt. Vielleicht Smash Bros. Adventures. Und wie gesagt, ich persönlich würde auch, wen könnte man denn da toll einbauen? Ich finde, wer unbedingt dabei sein sollte, ist Resetti. Resetti sollte reinkommen. Alter, der Hammer kann jetzt doch gar nicht zählen. Resetti, dann Knuckle Joe und Silica aus der Kirby-Serie. Wen könnte man noch so gut einbauen? Mario-Charaktere, ich finde ja eigentlich schon Rosalina etwas übertrieben. Aber Waluigi, viele sagen, Waluigi sollte dazugehören. Ich finde es nicht. Ich meine, es ist ja kein Mario-Spiel, es ist ein Nintendo-Spiel. Und wie gesagt, irgendwie schwärme ich in letzter Zeit von Smash Bros. Vor allem von dem einen mit dem Story-Modus. So, jetzt soll ich aber mal aufpassen. Ich habe es doch immerhin schon fast geschafft. So, Alter, okay, ich nehme die Wolke. Da unten kommt man ja praktisch gar nicht durch. Und was soll ich noch sagen? Ja, wen könnte man noch reintun? Tails und Shadow aus Sonic the Hedgehog. Die beiden würden sich ja nicht sehr gut machen. Oder Tails mag ich zwar sehr, aber wer sich eigentlich sehr gut machen würde, ist der Knuckles. Das ist doch so der Kämpfertyp. Der wird eigentlich gut reinpassen. Und irgendwie, meiner Meinung nach, es gibt zu wenig Zelda-Charaktere. Ich meine, Toon Link und Shaik sind ja praktisch nur Zelda und Link in anderen Formen. Also die beiden, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt halt nur drei Zelda-Kämpfer. Und da finde ich, man könnte vielleicht diesen Lineback aus Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Ja, ich weiß, irgendwie komisch wäre es schon, wenn man den einbauen würde, aber wäre mal lustig. Nette Abwechslung. Alter! Oh Gott. Ganz ruhig bleiben. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ich möchte den Level aber noch schaffen. Aber andererseits, der Part ist jetzt schon so lange. Naja. Wie gesagt, und wen könnte man noch einbauen? Diesen einen, wie heißt der? Dieser eine Hase bei Star Fox. Den würde ich einbauen. Da, Pippi, heißt das so? Ich weiß es nicht mehr. Star Fox Zero? Übrigens, falls ihr meine Kanalbeschreibung gelesen habt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich, wie gesagt, wirklich ein Star Fox Zero Let's Play geplant habe. Die Serie klingt nämlich, um ehrlich zu sein, auch lustig. Alter Schwede. Das ist doch jetzt voll unfair. Schwede. Okay, und jetzt sind wieder... Nein, tut mir leid. Ich habe genug. Der Level hier ist mir jetzt zu schwer. Aber andererseits, da unten wäre noch so ein toller Abschnitt. Da wäre noch ein zweiter Abschnitt gewesen. Okay, nein. Tut mir leid. Okay, wie gesagt, so ein Smash Bros. Würde ich machen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.